hatten ja diese kleine Nebenquest noch angenommen, ne? Okay, die Medizinfallkamera. Ja. Okay. Finde und beschaffe die Vorräte der Ärztin. Werkzeuge und Medizin sind auf Lesbos, da sind wir auch, das ist doch schon mal gut. Sind auf der, in der Frieza-Festung, Südküste der uralten Perle. Die haben wir auch schon platt gemacht. Da rennen wir dann mal bei ihm hin. I'll go get the tools and drugs. Look at these vineyards. Even Marcos couldn't make shitty wine with these grapes. So, dann. Die ganzen Söldner, die mir schon wieder am Rock kleben. Das war eigentlich nicht das verdient habe. Hier gar nicht übers Wasser, oder? Niedlich, wa? Ihr könnt schwimmen. Ich fasse es nicht. Toll, jetzt ist es nass. Ich liebe dieses Pferd. Guck doch, wie niedlich. Es ist einfach geschwommen und dann könnten wir weiter. Toll. Sorry. That must be Vrisa Fort. Na, da wir das schon ausgeräumt haben, kann ich es ja jetzt nicht. Physician's tools. I have what the physician asked for. I should take it back to the vineyard. Auf jeden Fall. Nochmal legen wir uns nicht mit denen an. So, sag mal, können wir da nicht eine Hütte hinmachen? Das ist ja doch eine Ecke. Ich weiß, bis das geladen hat, sind wir auch hingeritten, aber so kann ich wenigstens Kaffee trinken. Ich habe eine Rose auf dem Balkon, die so richtig abgeht jetzt hier im Frühjahr, Sommer. Na, ist ja eigentlich schon fast Sommer, ne? Zeit rast so, ist eigentlich schon mehr als Sommer. Auf jeden Fall blüht die wie Sau. Ist echt schön. Die habe ich bekommen,
über meinen Vater. Also ich habe sie erfragt, ich habe sie nicht bekommen. Ich habe sie mir gewünscht, zusammen mit meiner Schwester. Ich hätte auch eine bekommen, als mein Vater unser Kindheitshaus verkauft hat. Und somit unser letztes Zuhause verkauft wurde. Dann haben wir gebeten, dass wir eine Rose bekommen. Und deswegen freue ich mich immer, wenn die blüht. Das ist für mich was Besonderes. I found your supply. Thank you. These are specialized items. I couldn't have replaced them in time. Oh, my grapes are saved! Na gut. Lassen wir ihm seine Schätze. Das war ein gut, sie Lust zerstören, das machen wir nicht, oder? Warum sollten wir? Das ist doch nett. Bilder weg. Wieso ist denn hier so Nebel? Oh, guck mal, hier unten ist noch ganz viel zu tun. Also irgendwo hier werden wir ja mit unserer Odyssee weitermachen. Vielleicht das? Gut, wir arbeiten uns voran. Gidiab, sagt sie. Gidiab sagte auch einst Arthur. Tja, kommen wir da rüber, Pegasus? Komm, ist nur ein Pfützchen. Sehr gut. Ich liebe es ja, hier rumzureiten, ganz ehrlich. Klar, man kann auch reisen und so oder diese Automation einstellen. Aber das ist für mich echt Spaß, so rumzureiten. Ja, ich weiß, mir wird auch gleich schlecht. Ich weiß auch nicht, wieso ich das mache. So. Aber das Pegasus schwimmt, das finde ich ganz toll. Das finde ich richtig toll. Ich hätte nicht gedacht, weil ich habe ihn doch neulich in so einem Tümpel aus Versehen versenkt. Ja, das war natürlich nicht so toll. Und dann dachte ich schon wieder, er sei tot. Ich habe ihn ja auch schon mal versehentlich erschlagen. Bin ich ein Stück weitergegangen. Also, solange ich ihn in Sicht hatte, konnte ich ihn auch nicht rufen. Aber kaum kehrte ich dem Spiel den Rücken, war wieder da. Gott sei Dank. Lass doch mal kurz speichern, bevor ich den Söldner da angreife. So. Speichern war keine schlechte Idee. Gerade dachte ich, stirb endlich, mein Kaffee wird kalt. Ich hätte auch Lust, bald wieder mit dem Schiff durch die Gegend zu fahren, Piraten platt zu machen. Das hätte ich nie gedacht, dass mir das Spaß machen würde.
So, dann gucken wir mal, was das Fräulein da oben möchte. She sacrificed her own lover to the writhing dread. How dare you bring your curse upon us? Ah, Mystios! Kreatur klingt nach. Help me, please! Silent snake! What's going on? We will bring this evil creature to justice! They're lost in paranoia. They think I sacrificed my Ligia to the creature in the forest. Hold your fourth tongue! This walking curse is in league with the writhing dread. Medusa, oh mein Gott. Please, the creature took Ligia. If I die here, who will save her? Yeah. I'll save Ligia and kill any creature that tries to stop me. What are you saying? She will lead you to the petrified temple and your doom. Versteinerter Tempel. What exactly is this creature? Evil. Forest where the creature lives. Where is it? Beyond the petrified temple. North of here, a damned place, haunted by Seid and filled with cursed stone. At its center lie ancient ruins, from which few return. You mentioned Ligia. She's... Beyond beauty, beyond grace, a daughter of Artemis. Brave, not like me. What dark prize did the writhing dread offer for her soul? She lives, Mystios. I know it. This writhing dread has let Ligia live. We'll need to move now. Follow me. Careful. These people are driven by fear. The girl's coming with me. I'd suggest not standing in our way. She's whispered spells in your ear, Mystios. Citizens! We must save our city! And these interlopers must bleed! Hide in the temple. I'll deal with this. Just cut your heart out! So, Romantik im Steingarten. Nicht unbedingt das, was ich vermutet hatte. Aber gut. You're safe now. Safe? I don't want to be safe, Mystios. I want to look deep into Lia's eyes just once more. Even if it kills me. Love might be the end of us all, but it's a price worth paying. I polished Charon's drachmi long ago, Mystios. I'm ready. I'd never have to wait for her. Then let's not disappoint her. Where was she taken? From our sanctuary, the dread ruins in the Petrified Valley. And you're surprised she was taken by a creature? It's not safe here. We need to leave the city. Yeah. Hey, stop. Nicht, dass sie mir wieder abhaut. Pegasus, machst du jetzt mal eigentlich oder soll ich zu Fuß laufen? Go on, yeah!
er wohl immer ist, ne? Steht irgendwo und zupft Gras. Und sagt sich, ja, ja, das hab ich gehört, ich komme gleich, warte. Hier ist noch ein Halm. Mein Pferd ist genauso. Sie sagt auch immer, ja, ja, ich höre dich, ich kann nur gerade nicht. Laufen immer wie so Geishas, ne? Der liebe lange Schatten. This place is ours, Ligia's and mine. A forbidden place for forbidden love. Not much of a love nest. I've seen more romantic funerals. I found scraps of her clothes leading to the writhing dread's lair. Please, we need to hurry. Time to find Ligia. You lead the way. Die Bäume, wie schön das ist, guck. Wow, was? Guck doch. What happened to these trees? Wunderschön. I shouldn't be here. Ja, ich schätze mal, liegt hier ist Stein, wa? It's empty of life. We enter the realm of the riding dread. Listen. Wir werden sterben. Oh, these statues are unnervingly lifelike. Their faces are contorted in fear. It destroys all living things, transforming them to stone and leaving them frozen in fear for all eternity. If Ligia, if she's stone, how will we bury her? She'll never meet Charon. Ligia! Ligia! Brice, wait! Malaka! Better go after her. Rennet, rettet, flüchtet. We need to get inside, but I see no openings, and the walls are too smooth to climb. She shouldn't be in there. She should be in my arms. Her breath, her smell. Every night we'd meet at the dread ruins. I was late, just once. I wanted to find her a rose, something as perfect as she is. This is my fault. If I'd gotten there in time, then you'd both be trapped inside. Together? You were searching for a rose, a gift. Never regret an act of kindness, Brice. Thank you. What do you know about this place? Ligia is a daughter of Artemis. Her people trained here long ago. A legend tells of an ancient artifact they recovered in a pit full of snakes. She believed they still had it, hidden in their village on Chios. I'll find it. There's also a mercenary, a man who claims he killed the creature. Impossible! But many believe him. He might know something. This mercenary, the slayer of the writhing dread, where can I find him? He waits in a temple atop the hill in Ancient Peril. Champions from all over seek to challenge him to build their reputations, but there's no way he killed the creature. If he did, how was Ligia taken? Did you see the creature yourself? No, but only the writhing dread would be strong enough to take Ligia. She's too fierce. The rose I should have given her that night. Someone, I tell you, in another time will remember us. The poet Sappho. Our favorite. Please, Cassandra, hurry. The region of the Ancient Pearl. So, Schlüsselanhänger. Quest abgeschlossen.
Mich würde mal interessieren. Oh, wir sind aufgestiegen. Das ist gut. Schaden und Gesundheit verbessert. Neue Quest. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Talam. Achso, das ist jetzt wieder hier. Nee, da. Genau. Eine schlängelnde Bitte. Schwer ist der Speer. Da haben die doch bestimmt wieder Spaß gehabt da. So, wir sind 56. Das heißt, wir sollten noch eine Chance haben, das zu kriegen. Achso, das gehört hier zu, oder was? Das kann ich gar nicht anklicken. Ja. Doch. Wieso kann ich das nicht anklicken? Finde den Söldner. Ja, genau. Ich finde den Söldner. Gut. Dann finden wir mal den Söldner, würde ich sagen. Lass uns doch nochmal eben ganz kurz vorher hier Fähigkeiten und so. Ich habe ja noch 2 Punkte. Die können wir doch hier verknuspern. Was habe ich denn? Ich habe ja bisher nur das da. Gift- und Brandeffektivität. Fernkampfwiderstand finde ich nicht so schlecht. Aufladetempo des Bogens. Kritischer Schaden finde ich auch nicht schlecht. Na gut. Ach, verdammt! Kann ich nur die zurücksetzen? Oh Gott, wenn ich jetzt nur das... Wenn ich jetzt auf Zurücksetzen gehe, ne? Oh nee, das traue ich mich jetzt nicht. Weil ich habe gerade jetzt erst gesehen, dass ich ja hier... Ich habe mich gerade gewundert, wieso ist das alles nur Bogen? Aber ich kann ja hier. Und das finde ich ja viel besser. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Jäger. Na gut, das kann ich ja dann mal ohne euch ausprobieren. Und wenn ich dann alles zurückgesetzt habe... Dann werde ich das heimlich wieder richten und ihr kriegt das gar nicht mit. So, ein Söldner auf Lesbos behauptet, die Schlangenhaarige getötet zu haben. Er wartet auf dem höchsten Gipfel im nordöstlichen Ur. Da. Zack. Immerhin war ich da ja schon und habe synchronisiert. Das ist nicht wunderbar. There's the temple on the hill. Kuckuck. Our lives. Excuse me? We're born into darkness and rise up to the greatest peaks before descending into darkness once more. A warrior and a sophist. This is a first. It is not philosophy. It's truth. Learned through violence, fate, and seeing evil. True evil. You're talking about the writhing dread? The creature. When it ambushed us outside, we thought only of survival. My spear allowed me to stay out of its gaze. I was lucky. My friends weren't. Tell me how you were able to defeat the creature. It all happened so fast. We had a plan to break into the temple and corner it, but it ambushed us before we got inside. There was no time for strategy after that. Why go after the creature in the first place? We were hired to steal an ancient item from within its lair by masked soldiers. Tell me about the item they wanted you to steal. Truth is, I don't even think they knew exactly what it is.
After I killed the creature, I went to search the lair, but it was sealed. Hat sie vielleicht wirklich erledigt? Give me that spear. We are warriors. To let it go without a fight would be to dishonor my fallen friend. Ach, come on. Ich will ihn nicht töten. Au. Manu. Au, sag mal. Seid ihr bescheuert? Boah, nee, ey. Jetzt, wenn der Lux mich anfällt, sind wir hinüber. Sorry, jetzt nochmal ein kleines bisschen koordinierter. Das ist ja fies. Mal diesen Lux außer Gefecht setzen, so wie ich mich kenne, killt er mich sonst. Here.
soll denn das eigentlich heißen? Schieß hier, ey. Die Beute geteilt, oder was? So. Adios. Nothing special about this spear. So, unsterbliche Windungen. Ich konnte meine Freunde und die Frau nicht retten. Sie sprang mit der Anmut von Artemis auf die Kreatur zu und setzte den tödlichen Streich. Die Kreatur ließ etwas fallen, ein Artefakt, einen Fluch. Ich versuchte, die Frau zu warnen, als sie danach griff, doch der Fluch ergriff Besitz von ihr. Wand sich um ihre Arme und schlang. Hat gar nicht gelogen. Cool. Das ist ja cool. Na gut, ihr Lieben, ich werde mal den letzten Söldner hier noch aufs Korn nehmen und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Den schaffe ich auch ohne euch. Bin dazu ver... Lux, das ist gar kein Söldner. Lux, Hilfe! Ich wollte gerade sagen, den schaffe ich auch ohne euch, aber wird doch nicht. Wo ist er denn? Na, lassen wir ihn einfach Lux sein. So, aber jetzt, ich werde jetzt speichern. Ich freue mich auf euch im nächsten Let's Play. Bis dann!